Es ist wie in einem Kriegsgebiet, Commodore. Wir werden alles verlieren, wenn wir das Sklavenlager nicht sofort evakuieren. Wir ziehen uns nicht zurück, nur weil irgendwelche Emporkömmlinge der Meinung sind, es mit uns aufnehmen zu können. Reißt euch am Riemen! Seid ein Nova Blade! Und schaltet alle aus, die uns Ärger machen! Aber... Commodore Margok! Wir müssen nicht kämpfen. Sagt mir einfach, was ihr über die Revaniter wisst. Na klar. Und warum lade ich euch nicht auch noch zum Abendessen ein, wenn ich schon dabei bin? Ich habe ein Dutzend Konkurrenten erledigt, um diesen Posten zu bekommen. Glaubt nicht, dass ich Angst vor euch habe. Ja, das ist eine Chance gehabt, sag ich mal, ne? Jetzt erstmal langsam. So, das hätten wir erledigt. Benutze das Holoterminal. Ein Holoterminal, warte mal. Wo finden wir das? Ah, in den Lager, alles klar. So, dann machen wir mal kurz unsere Wumpratte hier. Und galoppieren mal eben dorthin, wo wir hin müssen. Plopp. So, hier müssen wir hin. Huch. Oh, warte mal, da war was gewesen für mich. Eine Truhe. Jetzt erstmal langsam. Danke. Theron, unsere Aufgabe ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Ich schätze, dass ein weiterer Angriff auf Nova Blade-Eigentum für unsere Piratenfehde ausreichen sollte, um unser wahres Ziel zu verbergen. Ein Nova Blade-Mitglied hat ein Sklavenlager erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ja, erinnert ihr euch noch, wie ich sagte, dass Nova Blade hier mehr oder weniger alles im Griff hat? Meistens sind sie ziemlich entspannt. Aber wenn man ihnen die Stirn bietet oder seine Gebühr nicht bezahlt, um hier zu leben, dann wird man abgeholt und ins Sklavenlager gebracht. Die Sklaven stellen einen erheblichen Teil des Nova Blade-Einkommens dar. Sowohl durch die Arbeit in gefährlichen Minen, als auch als Ware für Sklavenhändler von anderen Planeten. Unseren Informationen zufolge werden die Sklaven auf einer abgelegenen Insel festgehalten und schwer bewacht. Glaubt ihr, ihr könnt sie befreien? Na sicher dort. Ihr seid wirklich nicht wie andere Sith, oder? Ich bin eine Frau, die ihren eigenen Weg geht. Da wir die genaue Lage der Insel nicht kennen, könntet ihr versuchen, euch in einem der Frachtcontainer zu verstecken, die Nova Blade dorthin transportiert. Seid ihr erstmal im Sklavenlager, habt ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite, könnt die Sicherheit ausschalten und so viele wie möglich befreien. Das ist doch Alltag für einen edlen Jedi, oder nicht? Okay. Und wieder ein Level Up. Sehr schön. Stufe 67. Genial. So, wir sollen also... Warte mal, hier gibt es eine Quest, die können wir einfach mal mitmachen, weil die ist so einfach. So, die nehmen wir mit hier. Hört zu. Ich verliere euer Signal und ich glaube, jemand versucht mitzuhören. Hoffen wir einfach, dass Nova Blade das Wrack nicht durchsucht, bevor wir diese Bioproben zurückgeholt haben. Hier gibt es zwei Quests, sag ich mal so, die sind so einfach. Die nehmen wir einfach mal so mit dem so Sklavenhändlerlager. Die zweite Quest gibt es gleich auf der anderen Seite.
So, wir sind auf der anderen Seite. Im Sklavenlager. Und jetzt werden wir hier noch... Oh, warte mal. Erstmal eben hier Schrott verkaufen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Na, das packen wir hier hin. Das kann man, glaube ich, verkaufen. Ne, ja. So. Leben Sie wohl. Hier gibt es ein paar Credits. Und jetzt nehmen wir noch diese Quest hier an hier. Die ist auch ziemlich simpel hier. Sklavenmeister Kendru tut nicht nur uns weh. Er sammelt Informationen über unsere Familien und droht damit, ihnen etwas anzutun, wenn wir rebellieren. Alles klar. Bei der einen Quest müssen wir praktisch mit so einem Druiden hier halt Material suchen. Das geht eigentlich recht fix. Ich habe auch schon mal Glück gehabt, da gleich beim ersten Mal bekommen. Ne, hier leider nicht. Der zeigt uns an, welche Richtung eventuell, wenn es nah dran ist. Der ist dann ziemlich nah. Das könnte schon das Ding da vorne sein. Das ist es nicht, dann ist es das daneben. Mal sehen, wo er hinzeigt. Ja. Dann wird es wahrscheinlich das sein. Und schon haben wir es. So, Quest Nummer 1 erledigt. Es gibt ein paar Pünktchen für echt für wenig Arbeit, sag ich mal so. Nein. So, und jetzt müssen wir bei der zweiten Quest müssen wir... Es ist die Tatsache, dass der Sklavenhandel in so vielen Ecken der Galaxis einfach ignoriert wird. Helfen wir diesen Leuten, wo wir noch können. Das tun wir, Nadja. Wir müssen jetzt geschwächte Sklaven, müssen wir das praktisch befreien. Befreien müssen wir welche und wir müssen die heilen. So. Achso, ran mit der Spritze. Na? Eins. Zwei. Gut. So, jetzt die mal aus dem Weg räumen. Gut. Also die geschwächten Sklaven, die stehen hier, sind, findet man genug hier, sag ich mal. Und da ist auch wieder einer. Oh, Nummer 3. Hier haben wir einen. Hier können wir welche befreien. Zack. Ihr kommt von dieser Insel runter. Ich, danke. Warte mal, irgendwo hab ich doch hier vorne... Gut, da oben ist doch ein geschwächter Sklave noch. Ah. Die haben wir schon mal. Nummer 9 von 15. Das ist ja nichts. Ja, jetzt hier. Endlich ist dieser Albtraum. Ich mache aber erst den Bonus. Noch nicht die dritte Kiste aufmachen. Ich muss mir noch ein paar Gegner eben suchen hier. Wir brauchen noch 6 Stück. Die machen wir erst. Ja, es war ein Goldie mit dabei, aber wir können die nun auch nicht hier. Ja.
zurück! Na? Ach, guck mal hier. Hier stehen ja so viele rum, sich gerade. Guck mal, der da hinten noch läuft, nehmen wir noch mit hier. Ja. Den da hinten noch. So, den Bonus haben wir schon mal. Danke. Jetzt noch eben noch Sklaven befreien. Dann die Kiste kommen wir auch so ran. So. Endlich ist dieser Albtraum vorbei. Und jetzt müssen wir noch die Türen hier öffnen. Für die eigentliche Quest, wofür wir eigentlich hier sind. In dem Gebäude ist niemand. So, Kiste mitnehmen. Ah. Warte mal, da oben haben wir eine geöffnet. Das war falsch. Da müsste auch eine Tür sein. Da ist er. Schon okay. Bereite den Frachtcontainer vor. Warte mal, irgendwas stimmt hier noch nicht. Wir sind noch nicht fertig, oder? Besorge die Erpressungsdaten. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch... Das war eben der Falsche in der Tür, sag ich mal. Gucken wir jetzt hier. Bist du weit entfernt? Jetzt müssen wir die richtigen haben. Da ist er! Okay, haben wir. So. Jetzt haben wir so... Also ich schaue mal lieber auf die Map. Ja, jetzt haben wir sie wirklich hier. Geil, genial. So. Aufsatteln. Jetzt brauchen wir nur noch abgeben. Erstmal mit Lumo sprechen. Ihr habt Kendru wirklich erledigt? Wenn das seine Aufzeichnungen über unsere Familien sind, kriegt ihr jede Hilfe, die ihr braucht. Jetzt muss ich niemand mehr zurückhalten. So, jetzt hier. Jacaro, ich habe Fracht für dich. Hier C2D4. Wir haben Ihre Koordinaten und sind auf dem Weg. Ich schiffe nun schon seit 2 Jahren jeden Tag Exonium für Nova Blade. Das alles, weil ich Ihnen mickrige 3000 schulde. Und ich bin nicht der Einzige. Ihr seid frei. Und könnt nun tun, was ihr wollt. Ja, darüber haben wir uns schon unterhalten.
Selbst an diesem Ort hört man so manche Dinge. Über eure Bande und wie ihr Nova Blade das Leben schwer macht. Wir wollen dazugehören. Ihr wollt für mich arbeiten? Hey, wir haben so einiges drauf. Ich sag euch was. Sprecht mit einem meiner Freunde in der Räuberbucht. Harlow Riggs. Kontaktiert Riggs von Zeit zu Zeit und sagt ihm, was wir für euch tun sollen. Und wir tun es. Ganz einfach. Wenn ihr Margok erwischt, dann verpasst ihm eine von mir, okay? Tja, wieder neue Verbündete dazu gewonnen. So, kehre zu Terra und Schand zurück. Aber wir werden erstmal jetzt hier zurückfliegen. Wir sind dann doch richtig, oder? Ich hoffe es. Jetzt erstmal langsam. Ja, wir müssen noch die andere Quest noch abgeben. Hey, ich will keinen Ärger. Sind das meine Bioproben? Die haben wir für einen Forschungskumpel von mir geschmuggelt. So. Auch die Quest ist erledigt. So, und jetzt kehren wir zu Terran schon zurück. Dafür lassen wir uns mal eben kurz zurückbeamen, sozusagen. Wir müssen... Oh, warte mal, Quatsch, hier mit. So. Scotty, Energie. Ups, wir müssen hier lang. So, Ratte, komm. Ich habe die Sklaven von der Insel geschafft. Haben wir schon gehört. Eure Raubzüge sprechen sich schnell herum. Sogar die Revanita haben schon von den berüchtigten Rotrümpfen gehört. Wir haben gerade diese Übertragung aus dem Nova Blade Hauptquartier abgefangen. Das ist lächerlich. Wie soll ich denn bitte unseren Teil der Abmachung einhalten, wenn ihr uns bei Problemen keine Unterstützung gebt? Dann sollten wir uns vielleicht andere Verbündete suchen. Ich bin sicher, auf diesem Planeten gibt es Banden, die in der Lage sind, sich selbst um ihre Probleme zu kümmern. Hey, wir haben unseren Teil geleistet. Wir sollten Frachtrouten überfallen. Das haben wir getan. Wir sollten versprengte Einheiten aus den großen Schlachten herauspicken. Und auch das haben wir getan. Und dank eurer Unfähigkeit haben wir unsere mandalorianischen Verbündeten verloren. Die Flamme und ihre altersschwachen Mitstreiter? Ohne die sind wir sowieso besser dran. Und ich bin langsam davon überzeugt, dass wir ohne euch besser dran wären. Kümmert euch selbst um eure Probleme, wenn ihr mir das Gegenteil beweisen wollt. Wisst ihr etwas über die Mandalorianer, die sie erwähnt haben? In der Stadt haben die Leute über Flamme gesprochen. Aber ich wusste nicht, dass sie für die Nova Blade oder die Revanita arbeitet. Das könnte sich später vielleicht noch als nützlich erweisen. Jetzt sollten wir aber erstmal unseren Vorteil gegenüber Nova Blade ausnutzen. Das denke ich auch. Die Nova Blade-Einheiten sind außerhalb eines alten, abgestürzten Kriegsschiffs, der Aggressor, stationiert. Ihr habt es wahrscheinlich schon aus der Ferne gesehen. Ihr müsst sie hart treffen. Es muss so aussehen, als wollten wir sie komplett vernichten, damit niemand bemerkt, dass wir in ihren Computern nach Daten suchen. Jakaro tankt gerade sein Schiff auf. Wenn ihr euch der Aggressor nähert, könnt ihr ihn mit dem Zielmarkierer um Hilfe rufen. So wie zuvor. Unser Feind ist in die Enge getrieben, aber nicht hilflos. Ich bleibe wachsam und kontaktiere euch, sobald ich den Aggressor erreiche. Möge die Macht mit euch sein. Okay. Wir müssen uns also jetzt... was steht hier? Ich kann es gar nicht lesen, hier vorne. Irgendwelche Kommandotürme...
um Dekodiermodule zu besorgen. Ach, die Geschichte. Ja, jetzt weiß ich wieder, was es ist. Alles klar. Dafür müssen wir wieder auf die ganz andere Seite. Bin mir so ziemlich sicher eigentlich. Yo, da müssen wir ganz selten hin. Warte mal, wir machen wieder eine Schnellreise. Und zwar erst einmal hier, zack. Nee, 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 hier hin. Blaster wie Kantina. So. So, Leute. Ich sag mal so, ich werde jetzt erstmal die Aufnahme wieder beenden. Ich habe ein bisschen was aufgenommen, um euch das hier zu zeigen. Und ja, muss dann noch ein bisschen was essen und so weiter, ne? Und freue mich natürlich wieder darüber, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt, ne? Könnt auch gerne mal was in die Kommentare reinschreiben, darüber würde ich mich auch mal freuen, ne? Wie ihr das so findet und dies und jenes. Und beim nächsten Mal werden wir da uns um diese Kommandotürme kümmern, dass wir diese Dekodiermodule da uns aus besorgen, um zu schauen, was wir dann alles hier noch auf Rishi erledigen müssen. Tja, ich sag da mal auf Wiedersehen, euer Rode, bis zum nächsten Mal, ciao!